Ja, hallo, mein Name ist Andreas Fritz und willkommen bei City Skylines. Ich rede mal jetzt nicht viel, denn ich baue hier gerade mein Gewerbegebiet. Und jetzt legen wir hier noch die ganzen Wege hin und danach war es das auch schon wieder. So. Ah. Nervig. Zack. So, das ist ein bisschen passt. Ja, manchmal geht's nicht. So, machen wir es ein bisschen rund. Na, Mist. Hier noch und ups. Ausgezeichnet. Hier noch eins. Dort. Und so. Das lassen wir frei, das lassen wir frei. Hier brauchen wir keins. Da ist alles auch super. Hier auch. Ach, und dann haben wir das noch. Und dann machen wir noch einen Weg. Ja, können wir hier im Parallel eigentlich einmachen? Können wir. Hier runter. Das Stromding müssen wir dann mal kurz wegreißen. Oh, oder mal das geht. So. Ja, wir wollen wissen, was zu tun, die Leute hier. So, haben wir damit angeschlossen. Und dann sagen wir mal noch hier. So. Zack. Gut. Da, passt. Wieder Strohwasser. So, jetzt können wir hier in der Mitte. Hoffentlich passt mal das. Das passt. So. Und dann Bürogebäude. Nehmen wir gleich mal das hier. So. Wieder ein paar Bäume. Nehmen wir mal die hier diesmal. Dann sind die größer. Die hier.
Oh, wenn ich jetzt hier weiter weg. Ne. So, dann machen wir hier die Autobahn erstmal wieder schön. So, hier ordentlich Bäume. Zack. Da auch. Hier auch. So. Und dort. Und dann machen wir hier ein bisschen rein. So, dann noch ein paar. Gut, dann haben wir jetzt hier Bäume und allen, den ganzen schönen Mist. Dann brauchen wir da ein paar Parks. So. Yeah. Da hier einen. Machen wir hier auf der anderen Seite auch noch rein. Und dann haben wir auch wieder ein neues Gebiet. Dann machen wir hier draußen ein neues Viertel. So ein kombiniertes Gewerbe, Bürogebäude, Viertel, Dingens, Kirchenteil. So. Zack. Dann sagen wir mal hier wieder ein paar Richtlinien. Und zwar machen wir mal Großunternehmer und Industrieflächenplanung. Jetzt sollte hier unser Gewinn steigen. Besteuerung lassen wir mal. Strom haben wir auch raus. Das lassen wir auch alles so, wie es ist. So, und dann beschleunigen wir das Ganze. Und mal sehen, wie hier mein Kreisverkehr funktioniert. Ah, der funktioniert. Nicht schlecht. So. Verkehr haben wir auch nicht wirklich viel. So, wir brauchen, warte mal, haben wir langsam wieder arbeitslose Prozent, nur noch 8. Also 8, arbeitslose Bürger, nur noch 8%, so rum. Und da startet ein Flugzeug mit 16 Passagieren. Das ist ganz schöner Verkehr hier. 47, 31, 6, 26. Ja, warten die Leute? Bediente Passagiere 5, 13. Da kommen sie raus. Und die gehen alle gleich in die U-Bahn, oder? Yay. Ich könnte eigentlich mal sehen, wie viel. Schauen wir mal, wie viele Touristen wir jetzt haben. Oh, wo waren das? Da. Tourismus. So, 241. Schade, es ist hier kein Touristen. Naja. Hier hinten das große. 8 Touristen. Naja, das verteilt sich ja ganz schön auf meine Stadt. Oh, hier hinten hat es gebrannt. Reißen wir das mal weg. Das da. Und das da. Müssen wir sonst noch irgendwas wegreißen? Da brennt es gerade. Oh, wo ist denn meine Feuerwehr? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ah, da. Mö. Hey, sie löschen es. So, dann schauen wir auch mal hier rein, wie es hier mit dem ganzen. So, Gesundheit haben wir natürlich keine. Warte mal, nehmen wir hier gleich ein großes. Wie kostet das mich im Monat? 2400. Ach, das kann ich mir ja leisten.
Zack. Dann Leuteverbrenner. Machen wir hier mitten rein. Gut. Dann Feuerwehr. Uiuiui. Machen wir hier eine große hin. Hey, alles supi. Machen wir hier an der Ende noch eine kleine. So. Dann Feuerwehr. Großes Vierteldings. Oh, Kriminalität haben wir zwar keine, aber egal. So. Das sollte jetzt ausreichen. Bildung brauchen wir keins. Verkehr Hammer. Und ja. So, jetzt wird das alles abgegradet, weil sich der Land, der Bodenpreis sich erhöht hat. Da sehen wir eigentlich schon Fußgänger ein bisschen. Nee, da ist einer. Gut, das wird sich ja dann wahrscheinlich ändern, sobald ich hier auf der anderen Seite dann das Wohngebiet gebaut habe. Und da fangen wir schon mal an. Wir haben ja noch 8 Minuten ungefähr. Und dann machen wir es mal hier wieder. Platz. Und das geht dann hier quasi parallel dazu. So. Mit der schönen Schiene dazwischen. So. Aber wisst ihr was? Machen wir es einfach wieder groß. Brückenmäßig. So. Mache ich noch eine Kreuzung. Und da hinten mache ich noch eine Kreuzung. Und das können wir auch gleich nochmal wegmachen. So. Dann verbinden wir das mit dem. So, ich muss noch gucken, dass hier kein... So. Können wir das auch wegmachen. Und das auch. So. Und jetzt haben wir es verbunden. Wunderbar. Das hier. Zack. Zack. Hier ist natürlich wieder so Pfosten im Weg. So. Da. Was? Nein. Aha. So. Und dann hier einfach so. Nee, das ist schief. Ups, das ist extrem schief. Machen wir einfach so. Zack. Gut, dann wird das hier das neue Wohngebiet. Das werde ich wahrscheinlich dann hier noch ein bisschen erweitern, aber erstmal, das reicht. Dann packen wir das. Oder haben wir Wasserprobleme? Ich habe Abwasserklärung. Oh ne, die haben einfach nur kein Wasser. Aber was hier dran. Aber auch das Abwasser reicht nicht mehr. Ach, ich will das da nicht. Ah, jetzt möchte ich das hier drüben noch hinmachen. Nö. Ach, machen wir gleich 2. So. Das verbinden wir hier. Zack. So, haben wir noch ein bisschen dort. Und dann fliegen wir mal hier quer rüber.
Das ist beendet. Können wir wieder voll machen lassen. Warte mal. Hat man nicht noch eins? Nee. Gut. So, was machen wir dann in der restlichen Zeit? Da bauen wir, glaube ich, hier noch wieder eine Autobahnauffahrt. So, dass sie nicht nur von hier reinkommen, sondern auch von hier. Aber das Ganze machen wir wahrscheinlich jetzt unterirdisch wieder. Und ein bisschen kleiner. So. So. Ups. Haben wir hier. Na. So. Und hier eins, dort eins, dann drehen wir das. So. Das in der Mitte kann weg. Zack. Und upsie. Einmal hier und dann Autobahnauffahrt. So. So. Und auf der anderen Seite auch. Umdrehen, 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 umdrehen. Bläh. Nicht schön, aber dafür extrem selten. Ja, müssen wir da wahrscheinlich doch ein bisschen anders machen. So. Reißen wir das ab nochmal. So, sieht man ja nicht. Und dann zack. So, dann schauen wir mal. Ups, da unten müssen wir noch umdrehen. So, also die Spur geht hier rein. Das funktioniert. Da geht's rum. Das funktioniert auch. Gut. Dann verbinden wir das. Oder nee. Da ist Osterverkehr. Na gut. Wie machen wir jetzt das Layout hier drin? Also mal langsamer. Ich könnte eigentlich. So. Dann machen wir es mal bis. Hier. Aber wie weit das war das? 1200. So. Aha, so. Dann. Du.
Gut. Aber was soll's, passt. So. Zack. Mist. Warum? Das mal noch anders. So. So, dann sieht das wenigstens alles gleich aus. So, das reißen wir auch weg. Das machen wir ein bisschen länger. So. Zack. Und hier auch. Wunderbar. Ne, hier eins noch. So. Und hier drüben auch. Ne. Ne. Na gut, machen wir es so. Dann brauchen wir noch eine hier. Und eine Auffahrt hier. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Also das ist das Layout für mein neues Wohngebiet. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Und ja, über Daumen und Kommentare würde ich mich freuen. Ansonsten habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.